Zu den häufigsten Begleiterscheinungen von Herzerkrankungen zählen Schmerzen im Brustkorb, Herzrasen, Atemnot bei Belastungen, Müdigkeit und Schwächegefühl. Dies alles sind Symptome, doch die Liste der in Frage kommenden Herzerkrankungen ist lang. Oftmalig als einfache Schmerzen abgetan, unterschätzen viele Menschen die Gefahren. Denn Herzerkrankungen sind weiter verbreitet als vermutet. Dr. Norbert Bley, leitender Chefarzt der inneren Abteilung im Hümmling-Hospital in Sögel, warnt vor einer Verharmlosung der Symptome. Patienten, die herzkrank sind, die eine Herzschwäche haben, die einen Herzklappenfehler haben, haben Luftnot. Das ist das führende Problem dieser Patienten. Die Schmerzen, zumal infolge von Durchblutungsstörungen, die kommen dann noch hinzu oder stehen halt dann, wenn tatsächlich nur in Anführungsstrichen Durchblutungsstörungen vorliegen, dann dort eher im Vordergrund, die Schmerzen. Ja? Wobei auch Patienten, die Durchblutungsstörungen haben, im Einzelfall auch mal keine Beschwerden haben, sondern nur Luftnot. Auch das kommt vor. Und da gilt es eben genau zu schauen, kommt das eine oder das andere genannte, also Herzschwäche oder Durchblutungsstörungen für diesen Patienten in Frage. Herzerkrankungen lassen sich heutzutage sehr gut therapieren. Die Art der Therapie richtet sich hierbei nach den Symptomen der Erkrankung. Für uns hier im Vordergrund steht in der Regel die medikamentöse Behandlung. Wobei aber, wie gesagt, immer die Frage nach der Ursache gestellt werden muss und jedes Mal eigentlich aufs Neue gefragt werden muss, muss hier neu aufgerollt werden, muss nach der Durchblutung geschaut werden des Herzens, muss das verbessert werden oder sind hier medikamentöse Behandlungsansätze in der aktuellen Situation notwendig? Faktoren, welche das Risiko an einer Herzerkrankung steigern, lassen sich oft schon durch einfache Umstellungen im Alltag minimieren. Dazu gehören zum Beispiel außer ausreichender und regelmäßiger Bewegung auch eine ausgewogene Ernährung. Stichwort mediterrane Ernährung, also ballaststoffreiche Ernährung, fettbewusste Ernährung, überwiegend kalorienarme Ernährung. Für viele auch ein großes Problem, zumal dann, wenn sie auch berufstätig ist, ist der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme. Viele Menschen essen opulente Mahlzeiten am Abend zu sich, weil dass der Tagesablauf das so ergibt. Das sind Dinge, die man doch konkret hinterfragen muss. Ne? Eine Ernährungsberatung ist da ganz wichtig, was wir hier auch machen, also auch anbieten, wo eben unsere Diätassistentinnen hier im Hause auch sehr gute Arbeit leisten. Nichtsdestotrotz sind die Ursachen einer Erkrankung sehr vielfältig. Oft kann auch die Familienanamnese Aufschluss über mögliche Erkrankungen geben. Weil die Ursachenmöglichkeiten für Herzschwäche zu vielfältig sind. Was wir aber sehr konkret auch wissen, ist, dass Patienten mit Durchblutungsstörungen, da muss man sehr genau nach der Familiengeschichte auch fragen. Nach Eltern, nach Geschwistern, sind die betroffen? Ist da schon mal jemand Bypass operiert oder sind da Herzkatheteruntersuchungen gemacht worden? Und das Ausmaß dessen, wie sich diese erbliche Veranlagung in der nachfolgenden Generation durchsetzt, die kann sehr intensiv sein. Und da würde man im Zweifelsfalle auch dann eher zu invasiven Maßnahmen letztendlich greifen, um diese Diagnose zu sichern oder auszuschließen, dann, wenn die Familienanamnese, wie wir das nennen, die Familiengeschichte diesbezüglich positiv ist. Zögern Sie also nicht, sich bei Symptomen mit Fachärzten in Verbindung zu setzen. Denn je schwerer der Defekt des Herzens, desto eher kann später nur noch eine Herzoperation helfen.